Das sind einige unserer Themen heute. Stadtwerke Pirmasens beliefern Verbandsgemeinde Thaleischweiler Wallalben mit Wasser. Projekt Vielfalt im Viertel der JUKUW Pirmasens. Ausstellung mit Kunst Inhaftierter in Zweibrücken und vieles mehr. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kompakt. Die Verbandsgemeinde Thaleischweiler Wallhalben wird seit vielen Jahren mit Pirmasenser Trinkwasser beliefert. Da die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Pirmasens erfolgreich und sehr zufriedenstellend verläuft, wurde der Vertrag zur weiteren Wasserbelieferung bis zum Ende des Jahres 2055 verlängert. Hier ergeben sich einige Vorteile, die wir im Folgenden für Sie erläutern. Über viele weitere Jahre mit qualitativ sehr hochwertigem Trinkwasser darf sich die Verbandsgemeinde Thaleischweiler Wallhalben freuen. Bereits seit 1998 wird sie durch die Stadtwerke Pirmasens mit Wasser beliefert. Mitte Juni unterzeichneten Verbandsgemeindebürgermeister Thomas Peiffer und der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick einen Vertrag zur Verlängerung der Lieferungslaufzeit bis zum Ende des Jahres 2055. Die Belieferung funktioniert hier aus unserem Pirmasenser Wassernetz. Wir haben ja hier unsere Brunnen mit einem ganz hochwertigen, guten Trinkwasser der Stadt. Und wir speisen das ein in das Netz der Verbandsgemeinde Thaleischweiler Wallhalben. Und von dort werden dann einige Ortschaften mit unserem Wasser beliefert. So ist die Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde für weitere 30 Jahre sichergestellt. Bürgermeister Thomas Peiffer freut sich sehr über die gute Zusammenarbeit. Wir haben auch den Vorteil, dass wir keine Wasserwerk bauen müssen, keine Wasserentstehungsanlage, keine Wasserbearbeitungsanlage, sodass wir weiter auf dieser Grundlage der letzten Jahre das Wasser aus Pirmasens für unsere derzeit 5 Orte Riechweiler-Mühlbach, Nünschweiler, Höheichweiler, Höfrischen und Petersberg geliefert bekommen. Wir sind ja aber auf dem Weg, auch eine Verbundleitung über die gesamte Verbandsgemeinde zu bauen. Und wenn der Anschluss zwischen Thaleischweiler-Frischen und Höfrischen mal hergestellt ist, dann haben wir die Insellösung Thaleischweiler-Frischen auch von dieser Seite beseitigt. Und dann können wir nicht ausschließen, dass auch da Wasser hoch oder runter geschickt wird, je nach dem Bedarf. Beginn der Laufzeit des weiterführenden Vertrages ist der 1. Januar 2025, direkt nach Ende der Restlaufzeit des aktuell laufenden Wasserlieferungsvertrages. Nach intensiver Arbeit für 2 Monate hat das Team der Jugendkulturwerkstatt Pirmasens das Projekt Vielfalt im Viertel an der Lern- und Spielstube Ombach abgeschlossen. Am Asternweg konnten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Maßnahme im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben stolz ihre Abschlussperformance präsentieren. Die haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Die erste Lernstube Ombach wurde bereits in den 70er Jahren am damaligen sozialen Brennpunkt Asternweg eingerichtet. 2013 bezog die Lern- und Spielstube dann neue Räumlichkeiten am umgebauten Standort. Kinder der Grund-, Haupt- und Realschule arbeiten hier nachmittags in 3 Altersgruppen an ihren Hausaufgaben, bevor sie auch spielen dürfen. Sie werden dabei von sozialpädagogischen Fachkräften und von Ehrenamtlichen betreut. Vorstand der Fördergemeinschaft Ombach ist Gerhard Heil. Zu Besuch war im Frühjahr 2019 an 6 Terminen auch die Jugendkulturwerkstatt mit dem Demokratie-Leben-Projekt Vielfalt im Viertel. Hallo, liebes Publikum. Schön, dass ihr da seid. Also die Grundidee war, dass sich die Kinder mit ihrem Viertel auseinandersetzen. Also es ist auch ein zweiteiliges Projekt. Der erste Teil, den haben wir jetzt hier im Viertel Ombach gestaltet. Und der zweite Teil, der wird im Winzler Viertel stattfinden. Und dass sich das Viertel nach außen ein bisschen öffnen kann und dass sich die Stadt auch ein bisschen für die Viertel öffnet. Und die Kinder und die Jugendlichen auch einfach eine Wertschätzung dadurch erfahren. Die jungen Teilnehmer konnten sich so in den Sparten Kunst, Tanz und Theater ausprobieren. Mit Puja Nemati etwa gestalteten sie den Außenbereich und die Tür der Lernstube künstlerisch neu. Bei Jenny Frieden und Carmen Höfner wurde Tanz mit Theater verknüpft.
Neben dem Einstudieren der großen Abschlussperformance wurde mit den Kindern darüber gesprochen, was ihnen wichtig ist, an der umgangssprachlich Heisel genannten Einrichtung. Es fielen Begriffe wie Zusammenhalt und Teamarbeit. Die Lern- und Spielstube nimmt eine wichtige Rolle im Alltag der Anwohner ein und gibt ihnen ein Gefühl des Vertrauens und der Sicherheit. So war es wichtig, auch beim Auftritt herauszustellen, dass sich jeder individuell zeigen kann, aber gleichzeitig in der Gruppe stark ist. Also man kann definitiv sagen, die Kiste sind nicht auf den Mund gefallen. Die wissen ganz genau, was sie wollen, wo sie hier sind und was ihnen hier auch einfach wichtig ist. Also da müssten wir gar nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten. Natürlich war es war es schon herausfordernd für die Kids, so lange am Ball zu bleiben, so lange konzentriert zu bleiben vor allem. Wir haben jedes Mal, wenn wir hier waren, haben wir ungefähr 2 Stunden mit denen gearbeitet, was ja schon eine Zeit ist. Und so lange konzentriert zu bleiben, am Ball zu bleiben und alles nochmal zu machen und nochmal zu machen, ja. Aber die haben das gut durchgehalten, die haben das super mitgemacht. Nach den Hängern ging es auch immer wieder nach oben zurück. Und wie man heute gesehen hat, die haben es richtig, richtig toll gemacht. Die haben heute nochmal alles gegeben und genau. Das Team der UQW und die Kinder haben in den 2 Monaten des Projekts viel gemeinsam erlebt. Nun trennen sich vorerst ihre Wege. Fortgesetzt wird Vielfalt im Viertel im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben dann an der Pirmasenser Grundschule Wittelsbach. Inhaftierte Menschen nachhaltig zu resozialisieren und gesellschaftlich zu integrieren, sind nur 2 von vielen Aufgaben, derer sich der Verein Art in Prison aus Berlin angenommen hat. Dieser veranstaltet auch Kunstwettbewerbe mit einer Sammlung, die von Inhaftierten gefertigt wurde. Das Besondere daran ist, es sind Inhaftierte aus der ganzen Welt. Und so wandert auch die Ausstellung um die ganze Welt und ist derzeit in 2 Brücken unter dem Titel »Ein halber Quadratmeter Freiheit« zu sehen. Kunst hilft, das Menschliche und Zwischenmenschliche auch dort zu bewahren, wo es zu ersticken droht. So drückt es der Flyer der Ausstellung aus. Um genau das zu verhindern, organisiert der Verein Art in Prison seit 2009 Kunstausstellungen in der ganzen Welt. So auch im Stadtmuseum in 2 Brücken. Hier befindet sich derzeit der 1. Teil dieses besonderen Projektes »Bilder aus der Haft«. Kunstwerke aus mehreren Ländern geben einen Einblick in die Welt hinter Gittern. Straffälligen Menschen soll so die gesellschaftliche Integration und die Resozialisierung erleichtert werden. Die künstlerische Beschäftigung der Inhaftierten dient außerdem zu einer sinnvollen Präventionsarbeit und kann so die Verarbeitung des Erlebten erleichtern. Der Verein will damit deutlich machen, dass Menschen niemals nur auf ihre Straftat reduziert werden dürfen. Die Ausstellung wurde von Erwachsenen als auch von jugendlichen Gefangenen erstellt. So kommt Kunst aus Lettland, Neuseeland, den USA oder beispielsweise England zustande. Den 1. Platz beim Wettbewerb hat dieses Gemälde aus Polen mit dem Titel Moving Nut belegt. Die 10 ersten prämierten Werke sowie Sonderpreise für Skulpturen, Fotos und die Jugendpreise erhielten Geldpreise. Der 2. Teil der Ausstellung ist im Oberlandesgericht in 2 Brücken zu sehen. Hier befindet sich ein Werk, das ursprünglich eine Selbstdarstellung eines bolivianischen Gefangenen aus Brotteig zeigte. Im Rahmen der Ausstellung in Schweden wurde diese Figur jedoch von einer Schlossmaus vollständig verspeist. Derzeit wird eine Rekonstruktion des Werkes eines Künstlers in offenem Vollzug durchgeführt. Ein anderes Kunstwerk aus Frankreich verdeutlicht die Enge, die Gedanken und die Überwachung in einer Zelle hinter Gittern. Aus über 20 Ländern setzt sich die Sammlung an Gemälden, Fotos sowie Skulpturen und Kunstwerken zusammen. Alle weiteren Informationen rund um die Ausstellung und den Verein Art in Prison finden Sie auf www.artinprison.org. Die Ausstellung kann noch bis zum 25. August im Stadtmuseum und im Oberlandesgericht in 2 Brücken besucht werden.
Schon im November berichteten wir über den Start der Horst-Eckel-Ausstellung im Pfälzischen Sportmuseum in Hauenstein. Jene wurde nun bereits zum zweiten Mal aufgrund des großen Besucherzuspruchs verlängert. Bis zum 31. Juli wird der Windhund, Weltmeister und Mensch, so der Untertitel, noch zu sehen sein. Darum hier noch einmal unser Besuch der Sonderausstellung. Horst Eckel, heute 86 Jahre alt, wurde 1954 Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft sowie deutscher Meister 1951 und 1953 mit dem 1. FC Kaiserslautern. Seiner Karriere, aber auch seinem Privatleben nach dem Fußball ist die Ausstellung Windhund, Weltmeister und Mensch im Pfälzischen Sportmuseum gewidmet. Auf die Idee kam der Kurator des Sportmuseums Asmus Kaufmann mit Eckels Tochter Dagmar bei einem Rundgang im Museum. Der namhafte Sammler Hagen Leopold aus Neustadt bereichert die Ausstellung mit 180 Exponaten. Für den Rest ging Dagmar Eckel im Elternhaus auf die Suche. Wenn man vorne den Eingang sieht, dann steht ja diese große Pappmaché-Figur. Also die musste der Asmus dann oben von unserem Dachboden runterholen. Aber viele Dinge hat meine Mama einfach gesammelt. Und wir haben zu Hause einen kleinen Raum, wo auch die Möbel vom Papa von damals im Vogelbach noch stehen. Und dann sind viele Dinge dort gelagert. Aber ich bin das ganze Haus gepilgert und habe die Dinge wirklich zusammengesucht. Gerade diese Sachen wie die privaten Dinge, Kartenspiel oder Tischtennisschläger oder so weiter. Und es hat aber wieder Spaß gemacht. Also man hat einfach gemerkt, wie sehr man an den Dingen, an der Vergangenheit und vor allem am eigenen Vater, was selbstverständlich ist, aber da merkt man, wie man dran hängt und wie sehr man die Eltern liebt. Papa Eckel ließ seine Tochter mit den Worten "Mach mal" walten. Im Anschluss ging es für Asmus Kaufmann darum, der Zusammenstellung einen sinnvollen Aufbau zu gestalten. Naja, man hat versucht, oder ich habe versucht, die Biografie von Horst Eckel, sein Leben so ein bisschen in Stationen zusammenzufassen und habe versucht, das dann zu komprimieren und gleichzeitig parallel dazu versucht, eben dann auch passende Exponate zu finden. Weil das, was man eben an Informationen in der Ausstellung liefert, das möchte man natürlich dann auch mit Exponaten in einem Museum zeigen. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Auf 10 Tafeln werden das Leben und das sportliche Wirken Eckels abgebildet. Dazu jeweils die passenden Exponate. Vieles davon hat erstmals das Haus der Eckels verlassen, um der Öffentlichkeit gezeigt zu werden. Das sind einige Highlights da, die bisher noch nicht gezeigt wurden in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel der WM-Ball von 1958, der Originalspielball von der Weltmeisterschaft in Schweden, der auch signiert ist aus dem Besitz von Horst Eckel. Darüber hinaus Ehrengaben für die Weltmeisterschaft 1954, zum Beispiel ein Telefunken-Radiogerät, ein kleines, niedliches Radiogerät, also ganz toll. Ein kleiner Reisewecker in Globusform, den man aufklappen kann, also auch ganz, ganz süß, auch als Ehrengabe für die Weltmeisterschaft 1954. Und dann natürlich auch noch nicht gezeigt, ein Reisekoffer vom Bundesminister des Inneren für die Weltmeisterschaft 1954. Die Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz mit dem Wunder von Bern nimmt natürlich einen gewichtigen Platz in der Zusammenstellung ein. Aber auch das Länderspiel der Nationalmannschaft am 21. Mai 1955 in Moskau, also 10 Jahre nach Kriegsende, war wegweisend. Eckel kaufte sich in Russland eine Balalaika. Gezeigt werden Fotos, natürlich Fußballschuhe und Trikots, Pokale und Zeitungsausschnitte. Aber auch das Leben nach der Karriere wird abgedeckt. Seit 61 Jahren ist Horst Eckel mit seiner Frau Hannelore verheiratet. Sportlich blieb er weiterhin. Tochter Dagmar, Vorsitzende der Horst-Eckel-Stiftung, geht es vor allem darum zu zeigen, wer ist der Mensch Horst Eckel? Wer steckt dahinter? Ich meine, jeder weiß, okay, toller Fußballer, Weltmeister, aber mein Vater ist ein ganz, 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 ganz toller Mensch. Er macht viel für andere Menschen und das sollen die Leute erkennen. Was macht den Menschen außer dem Fußballer aus? Denn ich bin sehr stolz auf meinen Vater.
Die Ausstellung Horst Eckel, Windhund, Weltmeister und Mensch, läuft bis zum 10. Februar 2019 im Pfälzischen Sportmuseum unter dem Dach des Deutschen Schuhmuseums in Hauenstein. Nach 40 Jahren blieb das Kienholzfest in Münchweiler auch in diesem Jahr ein Publikumsmagnet. Der Besucherandrang war am Freitag wegen der nasskalten Witterung eher bescheiden. Die Folgetage konnten das aber ausgleichen. Für gute Unterhaltung sorgten unter anderem ein Festumzug sowie DJ-Auftritte. Wir waren vor Ort, um das Jubiläum des Kienholzfestes mitzuerleben. Am Freitagabend begrüßte Georg Denz die Gästeschar und blickte auf die Geschichte des Kienholzfestes zurück. Das Straßenfest fand zum ersten Mal im Rahmen der 800-Jahr-Feier vor 40 Jahren statt und wurde schon damals zu einem Highlight im Terminkalender der Südwestpfalz. Daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Es ist immer noch mit das beliebteste Fest der Region. Anschließend hieß der Vorsitzende des Verkehrsvereins und nachfolgende Ortschef Timo Bäuerle die Gäste herzlich willkommen und dankte nochmal allen ehrenamtlichen Helfern, die sich bereit erklärten, an diesem Fest freiwillig mitzuwirken. Dann verkündete Bäuerle, dass der langjährige Bürgermeister Georg Denz dieses Jahr den traditionellen Fassanstich ausführen wird und damit das Fest eröffnet. Auch die Umsätze, die den teilnehmenden Vereinen wegen des Wetters am Freitag verloren gingen, konnten an den anderen zwei Tagen bei besseren Wetterbedingungen wieder eingeholt werden. Den Höhepunkt des Festes bildete aber der Festumzug am Sonntag, der am Bahnhof seinen Anfang nahm und sich über die Hauptstraße bis hin zur Festmeile zog. Die Teilnehmer des Umzugs kamen größtenteils von den Vereinen der Ortsgemeinde und wurden vor allem wegen ihres Ideenreichtums von Hunderten von Zuschauern bejubelt. Ich muss die alten Traditionen kennenlernen, der Jugend weitergeben und muss dann sehen, dass man die auch lebt. Und wenn man das heute gesehen hat mit unserem Umzug, mit den ganzen Vereinen, jung und alt, dann ist doch das was erhaltenswert ist. Und das muss eigentlich nur bewusst den Vereinen gemacht werden, dass das ganz einfach was ganz Tolles ist. Dann wird das auch weiterhin so sein. Die Jungen, die heute schon alle mitgemacht haben, die lernen ja das auch dann kennen. Und die alten Traditionen, die sollte man dann schon erhalten. Die Jugendgruppe des Turnvereins, aber auch viele andere Gruppen durften an diesem Tag ihr Können unter Beweis stellen. Etwas wehmütig schaut der Bürgermeister der Zukunft entgegen. War jetzt mein letztes Kienholzfest im Amt. Man sieht aber, dass es der Timo Bäuerle sehr gut weitermacht. Ich hoffe, dass das alles so weitergeht. Wir stolz auf das, was wir in Münchweiler erreichen, auch weiterhin sein können. Wir sind schon jetzt gespannt, ob das Kienholzfest auch nächstes Jahr wieder mit so großem Erfolg stattfinden wird. Das war's mit Kompakt für diese Woche. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, das nächste Mal zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.